Wir stehen am Stand von eSurfer und Andreas steht bei mir. Andreas, erstmal moin. Ja, moin. Auch Norddeutscher. Alles gut bei mir, bei dir auch? Ja, alles gut. Sehr schön. Andreas, ich sehe schon hier einen Stand. Mir fehlen so ein bisschen die Säge bzw. die Kites. Brauchen wir gar nicht bei euch. Ne? Was habt ihr hier als euer Highlight dabei? Hier. Yeah. Richtig, also wir sind E-Surfer, ja, Elektrosurfer. Dementsprechend sind das alles elektrische Surfboarder mit Elektromotor. Und es gibt einen Unterschied zwischen den Jetboards, das sind die, die auf der Oberfläche fahren, ohne Foils. Und dann der Highlight, das ist wirklich das, was die meisten Leute interessiert, sind die E-Foils, ja, Elektro-Hydro-Foils. Die schweben bis zu 80 cm über dem Wasser. Und sag mal, so wie schnell fahren die Dinger? Also sie können bis zu über 50 fahren, ja. Ist aber nicht Sinn und Zweck wirklich der Geschichte. Es ist mehr so wie Snowboarden im Puderschnee. Ich würde sagen, eine gute Reisegeschwindigkeit ist alles so zwischen 25 und 35. Man kann ein bisschen mehr Gas geben, aber ne, ist nicht zum Schussfahren, sondern zum Carben. Und welches von diesen, die wir hier sehen, das ist ja schon mal ein bisschen größer zum Beispiel, ist dein Favorit? Naja, jedes Board hat so seinen Bedarf. Das ist mehr so ein Family Board, das ist auf der Oberfläche, da kann man seine Kids vorne mit draufsetzen und damit ein bisschen rumcruisen. Für mich persönlich, mein Lieblingsboard ist dieses Audi e-tron Foil dieses Jahr, weil es ist, kann sehr schnell sein, wenn man will. Es ist unheimlich leise und sehr sanft. Ja. Und dann kann man einfach bei euch vorbeikommen und ausprobieren, geht's auch oder ist eher schwierig? Genau. Wir haben in Berlin haben wir ein Testzentrum, da ist auch eine Schule, gerade fürs e-Foil. So eine e-Foil-Schulung geht 2,5 bis 3 Stunden und danach kann eigentlich auch jeder fahren. Super, ich danke dir. Dann kommt alle zu Andreas. Alles klar, bis dann. Ciao.